Es freut mich, euch wieder auf meinem Videokanal zu sehen, bei meinem neuesten Video. Diesmal möchte ich euch meine neue Lok, die ich heute bekommen habe, vorstellen. Die ÖBB-Lok 2067, eine Verschublok mit Dieselantrieb, die in den Jahren 1959 bis 1977 von der Firma Simmering Graz Bauka AG gebaut wurde. Der Grund? Nun, die Vorgänger. Ich habe da jetzt die 2060er und die 2062er waren zu schwach für gewisse Arbeiten. Diese Lok hatte dann schon 600 PS, einen Viertakt-12-Zylinder-Motor und eine hydraulische Voigt-Getriebe, wo die Kraft eben übertragen auf eine Blindwelle, die durch Stangenantrieb mit diesen drei Achsen verbunden war, angetrieben wurde. Nur so viel zur Information dieser Lok im Original. Ich finde jetzt auch diese Lok hier, dieses Modell von Kleinbahn, ist schon sehr gut gelungen. Sie hat schon sehr viele Details. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so schauen. Sie hat eben bei den Glasscheiben, sieht man schon Scheibenwischer. Und auch so wurde sehr viel Details angedeutet, gefällt mir sehr gut, hat auch eben eine schöne Lampen, die auch funktionieren. Und diese brutale Schraube hat diese Lok nicht, die eben diese noch hat. Also für mich persönlich, ich finde die Schraube wirklich brutal da drinnen. Aber okay, und ja, sie fährt auch und das werde ich euch auch noch zeigen. So. Ja, jetzt schauen wir mal. Fährt sie? Ja, sie fährt. Die Lichter, merke ich, gehen noch nicht ganz so schön. Das werden wir uns noch anschauen. Aber ebenfalls ein neues Stück in meiner Sammlung. Ich werde auch schön langsam durch. Gerade bei den Dings muss man sehr aufpassen, bei den Weichen. Besonders deswegen, dass sie halt auch dreiachsig ist.